Sa'd ibn Rabi'a sagte, der wurde mit Abdurrahman ibn Auf, wurde er zum Bruder gemacht. Er sagt, Abdurrahman ibn Auf bleibt bei ihm, wird von ihm versorgt und kriegt von ihm, also wenn einer von beiden sterben würde, würde er erben von ihm. Er sagt zu Abdurrahman ibn Auf, auch einer der 10 von den Muhajirun, also von den 10, die in das Paradies gekommen wurden, er sagte zu ihm, wahrlich, ana aktharul ansari mal. Ich bin der von den Ansar, der das meiste Geld hat. Ich habe am meisten Vermögen. Das heißt, das war einer von den Ansar, der am meisten Geld hat. Ich habe gesagt, in der Regel waren die alle arm gewesen. Der war derjenige, der hat am meisten Geld gehabt. So, teile mein Vermögen in 2 Teile. Das heißt, nimm mein ganzes, nimm die Hälfte von meinem ganzen Vermögen. Die Gelehrten sagen, hätte er nur 5% Abdurrahman ibn Auf angeboten, es hätte für Abdurrahman ibn Auf gereicht. Aber diese Brüderlichkeit und diese Hub, diese Liebe für das Jenseits war bei Sa'd ibn Rabi'a so, dass er gesagt hat, nimm die Hälfte. Und nicht nur das. Er sagte zu ihm, ich habe 2 Frauen, zwar bevor der Hijab ist, herabgesandt worden, wähle eine von denen aus, ich lasse die scheiden und du kannst die nach der Hälfte heiraten. Kannst du dir vorstellen? Das ist die Brüderlichkeit, sagt er. Der ist zu mir gekommen, der ist zu meinem Bruder gemacht worden. Nimm mal die Hälfte von meinem Geld, ist mir egal, nimm eine von meinen 2 Frauen, ich scheide die, dann kannst du dir nachheiraten. Was sagt der Abdurrahman ibn Auf? Abdurrahman ibn Auf sagte zu ihm, Barakallahu laka fi ahlika wa malik. Möge Allah Segen geben in deiner Familie und in deinem Vermögen. Wo ist der Markt? Zeig mir, wo der Markt ist. Er wollte nichts davon haben. Er wollte nur wissen, wo der Markt ist. Dann hat er angefangen zu handeln. Und Abdurrahman ibn Auf war jemand, ein Händler, der wusste, wie man mit Handel Geld verdient. Er hatte ein Fingergefühl dafür. Nach kurzer Zeit hat er sich Geld angeschafft und hat er geheiratet. Hier guck zu dieser Sache mit Sa'd ibn Rabi'a. Es wird vielleicht der ein oder andere sagen, ist es männlich, seine Frau zu sagen, hier such dir eine davon aus, kannst du die heiraten? Ist das männlich? Das sind so Sachen, wo dann vielleicht der ein oder andere kritisieren würde. Die Gelehrten sagen dazu, das war von je sozusagen. Die Gefühle haben ihn überwältigt. Als wenn die Liebe ihn überwältigt hat. So wie die Sahaba zum Beispiel. Es gibt Situationen, wo die Sahaba überwältigt waren. Wo zum Beispiel Umar al-Khattab, das ist eigentlich nicht richtig, also mit dem Geld, okay, aber mit der Frau. Aber die Gefühle haben ihn überwältigt aus Liebe zu seinem Bruder. Versteht ihr? Und natürlich hätte die Frau auch erstmal sagen müssen, ob sie überhaupt auch will. Aber hier hat ihn das Gefühl überwältigt. Das Gefühl, diese Brüderlichkeit. So wie die Sahaba zum Beispiel überwältigt waren, oder Umar al-Khattab zum Beispiel überwältigt war bei Sulh Hudaybiyah. Wo er sagt zum Propheten, ja, Gesandter Allahs, sind wir nicht auf Hak und Yubba. Weil, warum? Weil Umar al-Khattab wollte am liebsten einmarschieren, die alle platt machen. Nicht, weil er den Propheten a.s. in Frage gestellt hat. Das ist das, was die Gelehrten dazu sagen. يا ذاكر الأصحاب كن متأدباً